Mein Name ist Ulrike Gronning, ich bin von den Federkriegeln. Aufsitzen möchte ich das Thema Familie, da kann man ja immer wieder schöne Geschichten erzählen oder schreiben. Die ich mitgebracht habe, heißt Felix. Geld verdirbt den Charakter, das weißt du doch, Sarah, sagte meine Schwester Marie. Nein, widersprach ich ihr, Geld offenbart den Charakter. Der Disput hatte sich an dem Verhalten unseres Cousins Felix entzündet, der vergnügt lächelnd zuhörte. Er war ein gut aussehender junger Mann, der Frauen zuvorkommend behandelte. Bei Geschäften ging er dagegen knallhart zur Sache. Ich erkannte zu spät, dass er ausschließlich seinen persönlichen Vorteil im Auge hatte. Dabei kamen wir aus der gleichen Gegend, hatten einen ähnlichen sozialen Hintergrund und identische Startbedingungen. Wir drei betätigten uns in der Immobilienbranche und erhielten Bezüge in vergleichbarer Höhe. Dennoch entwickelten sich unsere Wege, wie es unterschiedlicher nicht hätte sein können. Wir lernten, mit Geld umzugehen und setzten es geschickt ein. In unserer Gegend wurde Bauland günstig angeboten und wir griffen gerne zu. Ich entdeckte eine sichere Geldanlage und plante den Bau eines Mietshauses. Marie unterstützte mich und gab mir Tipps zu der besten Lage. Felix beobachtete meine Aktivitäten mit verkniffenen Lippen und gerunzelter Stirn. Mit dem ersten Hausbau begann ein seltsamer Wettlauf. Felix sparte Eisen und erbte einen stattlichen Betrag. Sein Kapital legte er an und erzielte aus Aktien satte Dividenden. Er baute 9 Reihenhäuser und freute sich auf die Mieteinnahmen. Marie errichtete als nächstes 3 Häuser. Auf ihren Rundreisen logierte sie mehrfach bei Felix. Über die hohen Mieten empörte sie sich, aber seine Preisgestaltung war legitim und rechtlich nicht anfechtbar. Ein Nachlass für Verwandte gab er nicht. Ich ahnte, dass Felix nicht mit uns zusammenarbeiten würde. Marie plante den Bau weiterer Reihenhäuser und benötigte hierzu von Felix einen Streifen Land. Seine Preisvorstellung war derart überzogen, dass Marie blass wurde. Sie biss zähneknirschend in diesen sauren Apfel, kaufte Felix das Grundstück ab und war aus finanziellen Gründen nur noch in der Lage, einen Bungalow zu errichten. Ihre Stimmung war im Keller. Felix machte sich bei der Stromerzeugung unabhängig und erwarb in spekulativer Absicht ein Wasserwerk. Marie und ich lachten darüber. Wir fochten ihn und gaben ihm vor, demnächst einen Winzerbetrieb zu kaufen, da dies höhere Prozente versprach. Felix ließ sich nicht irritieren. Seine Gewinne legte er an. Er kaufte in einer heruntergekommenen Gegend 2 nebeneinander liegende Hotels und rechnete uns vor, dass sich die Ausgaben nach kurzer Zeit amortisieren würden. Ich wandte ein, dass ich 2 Gästehäuser in direkter Nachbarschaft nicht kostendeckend betreiben lassen. Dabei hoffte ich stark, dass seine Rechnung nicht aufging. Ja, ich wünschte ihm den Misserfolg. Marie besaß zu dieser Zeit 4 Häuser und ich 7. Felix protzte und erwartete, dass wir ihn mit Herr Hotelbesitzer ansprachen, eine Forderung, die wir als bekloppt ablehnten. Das hinderte ihn nicht daran, unsere Häuser als Bruchbuden auf Müllhalden zu verunglimpfen. Es kostete mich zunehmend Mühe, weiterhin freundlich mit ihm zu reden. Marie und ich fanden kaum noch Bauland. Bei meiner Suche fühlte ich mich an die Geschichte von dem Hasen und dem Igel versetzt. Wohin ich auch kam, Felix war schon da. Er legte ein aggressives Kaufverhalten an den Tag und verursachte einen rasanten Anstieg der Preise. Ich konnte nicht mehr expandieren und ärgerte mich maßlos. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Felix wurde von der Gemeindeverwaltung zu Straßenausbesserungsmaßnahmen herangezogen und kurze Zeit später musste er seine Häuser und Hotels renovieren. Es handelte sich um einen veritablen Pfusch am Bau. Insgeheim freute ich mich darüber. Um sein Pech zu vergrößern, drohte ihm Gefängnis. Zunächst kaufte er sich frei, beim zweiten Mal halfen ihm keine Kniffe und er musste einsetzen. Fast hätte ich laut gejubelt. Den Grund für die Haft haben wir nie erfahren und Felix weigerte sich kategorisch darüber zu sprechen. Da ich in der Gegend vorbeikam, besuchte ich Felix.
Er wirkte verschlossen und beschäftigte sich nur mit neuen Geschäftsideen. Ich war heilfroh, als ich den Knast verließ, und ich schaute mich nicht um. Marie und ich bündelten unsere Kräfte, um ihn in den Ruin zu treiben, doch es gelang uns nicht, seine Haftzeit für einen entscheidenden finanziellen Vorteil zu nutzen. Felix kam zurück, gewiefter und skrupelloser denn je. Vielleicht trugen die zwielichtigen Bahnhofsbekanntschaften zu seiner Entwicklung bei. Marie geriet in einen temporären Zahlungsengpass und Felix bestrafte ihren Fehler gnadenlos. Er zwang sie, auf ihre Reihenhäuser Hypotheken aufzunehmen, und als sie weitere Darlehen benötigte, stundete er die Forderungen nicht. Liebe Marie, ich biete dir ein Drittel von dem, was dich diese Häuser gekostet haben, oder hast du andere Kaufinteressenten? Felix' Stimme klang zuckersüß, aber seine Augen schimmerten kalt wie Gletschereis. Marie benötigte das Geld sofort. Sie erinnerte ihn an die langjährige Freundschaft. Ihre Wangen glühten rot und sie ballte ihre Faust vor Anspannung. Andere Interessenten gab es nicht und Felix ließ sich nicht erweichen. Er blätterte ihr genüsslich den Spottpreis in bar auf den Tisch und grinste dabei großspurig. Ich mischte mich ein. Sag mal, Felix, findest du es moralisch vertretbar, die kleine Schwäche deiner Cousine derart brutal auszunutzen? Herr Kicherton sagte, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es völlig ungenährt. Mann, Felix, entgegnete ich, du würdest auch deine Großmutter verkaufen, wenn du damit Gewinn machen könntest. Habe ich noch eine Großmutter? Eben nicht. Siehst du, hab sie erfolgreich verkauft. Er lachte zynisch. Felix hatte seine Seele dem Gott des Profits geopfert. Die Eurozeichen standen in seinen Augen. Persönliche Beziehungen waren ihm völlig egal. Ich erklärte anders und half meiner Schwester Marie, indem ich ihr einen kleinen Privatkredit einräumte. Damit tat ich Gutes und ich fühlte mich moralisch wertvoll als Retterin und als lebender Beweis von Menschenliebe. Felix musste an diesem Beispiel menschliche Größe erkennen. Das meinte ich jedenfalls. Leider hatte ich nicht bedacht, dass ich durch die Hilfsbereitschaft meine Barmittel deutlich verringert hatte. Als ich Felix Hotel Suite testete und er mir dann seine Mietforderung nannte, die mein Kapital überstieg, schnappte ich laut nach Luft. Ein Abgrund tat sich vor mir auf. Ich appellierte an sein gutes Herz, doch dieser Aufruf verhallte in einer hämischen Lachsalve. Erbarmungslos zwang er mich, eine Hypothek aufzunehmen und seine Rechnung zu begleichen. Damit einhergehend blieben meine Mieten aus und mein Bargeld schmolz wie Schnee in der Sommersonne. Marie und ich konnten Forderungen nicht mehr bedienen. Felix hatte darauf gewartet. Unsere Häuser und Grundstücke gingen in seinen Besitz. Alles war weg. Wir waren gezwungen, Insolvenz anzumelden. Das war so ungerecht. Er strich voller Wonne meine letzten Kröten ein und ich schrie ihn erbost an. Felix, du bist sowas von gemein, hinterhältig und geldgeil. Ich könnte brechen. Meine Liebe, meinte er ruhig und sah mir belustigt in die Augen. Ihr habt zusammengehalten und es zu zweit nicht geschafft, mich in die Knie zu zwingen. Wenn ihr nicht verlieren könnt, dann spielt kein Monopoly. Das kann ich mal gar nicht leiden, wenn egozentrische Geschäftemacher auch noch gewinnen. Als der Zorn verraucht war, reflektierte ich mein Verhalten und fühlte, dass sich eine leichte Rötung in meinem Gesicht ausbreitete. Sollten Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Gesellschaftsspiele favorisieren, überlegen Sie sich genau, was Sie spielen. Sie könnten charakterliche Eigenschaften bei sich selbst beobachten, von denen Sie nichts wissen möchten.